Aloha, schön, dass du zusiehst. Heute möchte ich dir ein Rezept vorstellen für roh vegane Mousse-Schokolade. Ich wurde etliche Male nach diesem Rezept gefragt und bin richtig froh, das heute abdrehen zu können, damit ich die Leute einfach nur noch auf das Video verweisen muss. Das Rezept findest du aber auch auf meiner Webseite, falls du die genauen Zutaten brauchst und das alles aufgelistet haben möchtest schriftlich. Diese Mousse-Schokolade stellen wir mit einer selbstgemachten Kokosmilch her. Die Kokosmilch, die habe ich schon mal in einem anderen Video abgedreht. Das kannst du dann einfach, das verlinke ich in den Infokarten. Dann kannst du dir das Video angucken, wie du diese Kokosmilch selber herstellst. Du kannst aber natürlich auch Kokosnussmilch aus der Dose verwenden. Das ist dann dir überlassen. Aber ich kann dir sagen, dass es mit der selbstgemachten Kokosnussmilch einfach noch ein wenig edler schmeckt. Bleib dran bis zum Schluss, wenn dich das Rezept interessiert. Für die Mousse Schokolade benötigst du folgende Zutaten: 400 ml Kokosmilch, du kannst entweder selbstgemachte oder die aus der Dose verwenden, 40 bis 60 Gramm Kakao, da kommt es immer darauf an, wie herb du es gerne hättest. Also, wenn du 40 Gramm nimmst, dann ist es eher eine Vollmilchschokolade und bei 60 Gramm ist es ein bisschen herber wie eine dunkle Schokolade. Meine Familie und ich mögen es am liebsten mit 60 Gramm Kakao. Dann brauchen wir noch 150 Gramm Datteln und ein bisschen Bourbon-Vanille und Salz. Um dir unnötige Arbeit zu ersparen, ist es wichtig, dass du dich an die Reihenfolge der Zutaten hältst. Als allererstes tun wir die Datteln rein, denn die sind hart und müssen ganz am Schluss richtig gut durchpüriert sein. Danach folgt der Kakao. Wenn du ihn am Schluss erst reintust, ist es so, dass er oft oben am Rand kleben bleibt und dann muss man immer wieder mit diesem Teigschaber hinterher am Rand entlang gehen, damit der gesamte Kakao auch mitgenommen wird. So. Jetzt kommt die Bourbon-Vanille und das Salz. Und ganz am Schluss tut man die Kokosmilch oben drüber. Also die Reihenfolge ist wirklich sehr wichtig, damit man nicht am Schluss irgendwie Dattelstückchen oben hier oben am Mixer kleben hat oder halt der Kakao daran kleben bleibt. Das ist echt wichtig. So. Das war's auch eigentlich schon. Die restliche Arbeit macht der Mixer. Los geht's. So, jetzt habe ich die gesamte Masse für ungefähr 20 Sekunden gemixt und lasse das Ganze erstmal stehen und ein wenig runtersacken. Es ist nämlich so, dass ein paar Datteln nach oben geschleudert wurden und es immer noch ein paar Stückchen gibt. Deswegen, wie gesagt, einfach mal kurz sacken lassen. Man kann das Ganze nämlich auch mit einem nicht so guten Mixer zubereiten. Dann lässt man das immer wieder sacken, ein bisschen einweichen, also die Kokosmilch weicht die Datteln ein und dann mixt man das Ganze nach einer halben Stunde zum Beispiel nochmal und dann noch ein drittes Mal. Dann hat man auch mit einem nicht so guten Mixer eine super tolle Mousse-Schokolade gezaubert. Das geht sogar mit meinem Pürierstab von Braun, der ist wirklich mega gut und da kriege ich das Ganze auch hin, aber in so einem Hochleistungsmixer ist es natürlich am einfachsten. Ich habe das Ganze jetzt eine Minute lang sacken lassen und mixe das jetzt noch einmal gut durch. Aber man sollte immer darauf achten, dass der Mixer nicht zu heiß wird. Je mehr man es mixt, desto mehr Luft kommt unter die Mousse Schokolade und dadurch wird sie noch viel, viel fluffiger. So, ich würde sagen, dass das jetzt reicht. Diese Mousse Schokolade werde ich morgen meinem Sohn in den Kindergarten mitgeben. Er hat morgen Geburtstag und wir haben nach einer Sache gesucht, die vor allen Dingen alle Kinder auch gerne essen.
Und Schokolade mögen meistens auch alle Kinder. Deswegen haben wir uns für diese Variante entschieden. Und das Tolle ist, da sie zuckerfrei ist, haben auch die meisten damit gar keine Probleme. So. Ich fülle die Mousse Schokolade in kleine Gläschen. Diese Gläschen, die habe ich von DM. Da gibt es so einen Aufstrich, der nennt sich Paprika-Hanf. Den isst mein Sohn total gerne. Und deswegen sammeln wir einfach diese Gläser. Du kannst das in ganz verschiedene andere Gläser reinfüllen oder einfach in eine große Schüssel reinfüllen. Und man nimmt sich da immer so einen Löffel raus. Da ist dann der Kreativität freien Lauf gelassen. Was ich auch manchmal mit dieser Mousse Schokolade mache, ist eine rohvegane Schokotorte. Dann mache ich einfach einen Nussboden und gieße diese Creme drüber. Dann mache ich bestimmt auch nochmal ein Video zu oder ja, schreib's auf meinem Blog, mal gucken. So, wir füllen jetzt einfach die Schokomasse. Na, langsam. Hier rein. Also ich glaube, fürs sechste Gläschen reicht es nicht mehr. Ja, ich werde jetzt gleich noch die doppelte Portion machen, um noch die anderen Gläser zu befüllen, damit wir auch genug haben für den Kindergarten. Die Mousse Schokolade muss jetzt einfach nur noch für 4 Stunden in den Kühlschrank oder über Nacht stehen lassen. Wenn die Mousse Schokolade komplett durchgehärtet ist, dann kann man sie ja so richtig schön rausziehen irgendwie, so drüber rollen und dann mit dem Löffel. Das ist einfach total toll. Das Essen macht schon Spaß davon. Man kann noch ein paar Kakaonips drüber machen, wenn das Ganze durchgehärtet ist, kurz vorm Servieren, aber nicht vorher, weil sonst werden die Kakaonips richtig matschig, das schmeckt nicht so gut. Man kann auch Bananen hier mit rein tun, gedörrte Bananen, Goji-Beeren. Ja, lass einfach mal deiner Kreativität freien Lauf. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, dieses Rezept nachzumachen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Ganzen noch einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal. Klick aber auch auf die Glocke, denn sonst erfährst du nicht, wann ein neues Video von mir rauskommt oder ich ein neues Rezept drehe. Wenn du das Rezept ausprobiert hast oder weitere Anregungen hast, dann schreib mir doch mal in die Kommentare, wie es dir gefallen hat. Oder wie gesagt, deine Anregungen, deine Ideen, Inspirationen, was du vielleicht anders gemacht hast bei diesem Rezept. Ich freue mich auf einen Austausch mit dir. Wünsche dir einen wunderschönen Abend oder Tag oder Nachmittag, je nachdem, wann du das Video anschaust. Bis bald! Übrigens, mega lecker, auch warm. Aber ich empfehle dir, warte lieber die Zeit ab und stell das Ganze in den Kühlschrank. Das ist ein ganz anderes Geschmackserlebnis.